Herzlich willkommen im Autohaus Metzger. Mein Name ist Marco Metzger und heute erklären wir Ihnen, was Sie bei Ihrem Toyota Corolla tun müssen, wenn die Reifendruckkontrollanzeige leuchtet. Wenn bei Ihrem Toyota Corolla die Reifendruckkontrollanzeige leuchtet, kann dies im Wesentlichen aus zwei Gründen sein. Variante 1. Der Luftdruck in einem der Reifen oder in allen Reifen ist unter dem Referenz- oder Schwellenwert oder Variante 2 nach dem Räderwechsel. Hier ist zu unterscheiden, was zu tun ist. Wir erläutern zuerst Variante 1, wenn der Luftdruck aus irgendeinem Grund absinkt, da dies die häufigste Ursache ist. Das heißt, wenn Ihre Reifendruckkontrollanzeige morgens zum Beispiel leuchtet, obwohl Sie keinen Räderwechsel vorgenommen haben, deutet alles darauf hin, dass irgendetwas mit dem Luftdruck Ihrer Reifen nicht stimmt. Dies kann zum einen davon kommen, dass einer der Reifen einen Fremdkörper hat, zum Beispiel einen Nagel. Viel häufiger ist aber einfach der Fall, dass aufgrund von Temperaturschwankungen sich der Luftdruck im Reifen reduziert hat unter den Schwellenwert und dadurch die Reifendruckanzeige angeht. Dann ist Folgendes zu tun. Sie prüfen an allen vier Rädern Ihren Luftdruck, setzen diesen auf Ihren gewünschten Wert. Wenn Sie sehen, dass alle vier Reifen ungefähr den gleichen Luftdruck hatten, ist nichts weiter zu tun, außer über den Bordcomputer den Reifendruck zurückzusetzen. Das erklären wir Ihnen gleich, wie das funktioniert. Wenn Sie sehen, dass ein Reifen extreme Differenzen vom Luftdruck hat zu allen anderen Reifen, dann sollte dieser Reifen sich in der Werkstatt näher angeschaut werden, ob denn hier ein Fremdkörper ist und ob der Reifen geflickt werden kann oder ob Sie einen neuen benötigen. Die zweite Variante wäre nach dem Räderwechsel. Hier kann es vorkommen, dass nach ca. 30 Kilometern Fahrstrecke die Reifendrucklampe angeht. Das deutet dann darauf hin, dass entweder die Reifendrucksensoren der neuen Räder nicht in das Steuergerät programmiert sind oder einfach nicht von Sommer- auf Winterbetrieb umgewechselt wurde, beziehungsweise von Winter- auf Sommerbetrieb. Grundsätzlich haben Sie bei allen Toyota Corolla 8 Speicherplätze in Ihrem Fahrzeug, also 4 für Sommer und 4 für Winter, sodass man die Sensoren nur einmalig programmieren muss, wenn die Räder das erste Mal auf das Fahrzeug kommen und dann selbstständig, individuell über den Bordcomputer den Radsatz wechseln kann. Dies werden wir Ihnen auch gleich anhand vom Bordcomputer zeigen, wie das funktioniert. Wir prüfen jetzt alle vier Räder an unserem Toyota Corolla und schauen, ob es einen Grund gibt, dass die Reifendruckanzeige angegangen ist. Dann nehmen wir sie jetzt einfach mit und zeigen Ihnen Schritt für Schritt, was zu tun ist. Wir prüfen jetzt bei allen vier Reifen den Luftdruck, angefangen vorne rechts. Hier haben wir einen Luftdruck von 2,44 bar, völlig in Ordnung. Dann den Reifen vorne links. Hier haben wir auch 2,44 bar, also auch völlig in Ordnung. Den Reifen hinten links. Hier passt es auch mit 2,4 bar. Und als letztes den Reifen hinten rechts. Wie wir sehen, hier haben wir nur 2 bar auf dem Reifen. Das heißt, das ist in diesem Fall der Grund für das Anspringen der Reifendruckkontrollanzeige. Wir haben zu wenig Luftdruck in diesem Reifen. Diesen erhöhen wir jetzt ebenfalls auf 2,4 bar, prüfen dann, ob der Reifen Luft verliert und lassen in der Werkstatt prüfen, ob irgendein Fremdkörper im Reifen ist. So, jetzt sind wir auch bei 2,4 bar, jetzt sind alle vier wieder gleich. Über dieses Menü am Lenkrad kann ich den Bordcomputer steuern und hier gehen wir zuerst ganz nach rechts in Einstellungen. Dort in den Punkt Fahrzeugeinstellungen. Muss ich einmal lange drücken. Und dann gibt es das Feld TPWS. Das ist für die Reifendrucksensoren. Und hier gibt es dann zwei Varianten. Ich kann den Druck einstellen oder den Radsatz ändern. Druck einstellen brauchen wir in diesem Fall, da wir ja nur den Druck korrigiert haben und nicht den Rädersatz gewechselt haben. Das heißt, wir gehen jetzt auf Druck einstellen. Hier muss ich auch wieder lange drücken. Sobald das Symbol kommt, Reifendruckkontrollsystem wird eingestellt, leuchtet die Reifendrucklampe dreimal und verschwindet dann. Und dann ist der Luftdruck wieder zurückgesetzt.
Somit ist alles erledigt und das Fahrzeug wieder komplett einsatzbereit. Jetzt erklären wir Ihnen, was bei Variante 2 zu tun ist, wenn die Reifendrucklampe nach dem Räderwechsel anfängt zu blinken. Und dazu sieht man meistens schon einen Unterschied zum Druckverlust, nämlich blinkt beim Starten die Reifendruckanzeige relativ häufig, bis sie dann dauerhaft leuchtet. Das ist ein Indiz dafür, dass der Radsatz nicht erkannt wurde. Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass Sie selbstständig den Radsatz ändern können. Sowohl der Sommerradsatz als auch der Winterradsatz muss von Ihrem Toyota-Händler einmalig an das Fahrzeug programmiert werden. Wenn beides erfüllt ist und Sie wechseln zum Beispiel auf Winterräder, ohne etwas zu tun, wird die Reifendruckanzeige nach ca. 30 Kilometern angehen. Wenn der Toyota-Händler aber Ihnen die Reifendrucksensoren bereits ins Steuergerät programmiert hat, können Sie dies mit unserer Anleitung gleich selbstständig den Radsatz wechseln. Dann muss der Luftdruck in allen vier Rädern auf Ihren Wunschluftdruck angepasst sein, sodass wir dann auch den Druck initialisieren können. Wir zeigen Ihnen jetzt im Bordcomputer, was Sie tun müssen, um den Radsatz zu ändern. Über die Steuerung des Bordcomputers links am Lenkrad gehen Sie zuerst in das Einstellungsmenü ganz nach rechts. Dort gehen Sie auf den Menüpunkt Fahrzeugeinstellungen, müssen einmal lange drücken auf OK, dann auf den Punkt TPWS, hier reicht ein kurzes Drücken, und dann müssen wir als allererstes auf Radsatz ändern gehen. Hier müssen wir einmal lang drücken. Dann fängt die Reifendrucklampe an zu blinken, langsam. Das dauert jetzt ca. 30 bis 50 Sekunden und dann leuchtet die Reifendrucklampe wieder schnell. Das erkennen Sie jetzt. Das ist sehr schnell gegangen im Moment, kann aber auch länger dauern. Jetzt bedeutet es, dass wir den Radsatz geändert haben, aber noch den Druck initialisieren müssen. Das heißt, wir gehen jetzt auf Druck einstellen und bleiben auch noch einmal lange auf OK, um den Reifendruck zu initialisieren. Ich hoffe, wir konnten Ihnen mit unserer Anleitung und Erklärung helfen, dass Sie in Zukunft Ihren Reifendruck selbstständig zurücksetzen können oder nach dem Räderwechsel Ihren Radsatz ändern können. Sollten Sie spezielle Fragen haben oder es sollte nicht funktionieren, wenden Sie sich einfach an uns oder Ihren Toyota-Händler vor Ort. Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Fahrzeug sind, sich für einen Toyota interessieren, freuen wir natürlich von Ihnen zu hören. Sie erreichen uns unter Telefonnummer 06298 4041 oder per E-Mail an info@auto-metzger.de. Vielleicht noch ein Hinweis, wenn Sie keinen Toyota Corolla haben, sondern eines der weiteren 2019er oder 2020er Modelle fahren, wie den RAV4, CHR oder den Prius, ist die Menüführung ähnlich wie beim Corolla, sodass Sie auch diese Anleitung nutzen können. Ältere Modelle haben den Knopf an anderer Stelle und das werden wir in einer weiteren Folge erklären.